楽しめそうじゃん。Hallo und herzlich willkommen zur vorerst allerletzten Street Fighter 6 Video zur Closed Beta 2. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen bis dahin. Und ja, wenn ihr schon ein Vorwort von mir hört, ja, dieses letzte Video ist ohne Ton, beziehungsweise ohne Kommentar. Das ist nur pur Gameplay und natürlich der Sound vom Game, weil ich dummbatz mal vergessen habe, mein Mikro anzumachen. Ich habe eigentlich sehr viel kommentiert und am Ende einen wirklich enthusiastischen Endsatz nochmal gesagt. Aber ja, diese letzte finale Folge bzw. Session Rangmatches in der Closed Beta 2 von Street Fighter 6 ist vorerst erstmal das letzte Mal, dass wir Street Fighter 6 erstmal auf meinem Kanal sehen. Und ich denke mal, entweder kommt eine Open Beta oder nicht, aber ich würde sagen, wir hören uns nochmal am Ende. Ich werde versuchen, das nochmal gut einzufahren, aber der ist erstmal jetzt viel Spaß mit den letzten Fights in der Closed Beta 2 Rangmatch Session in Street Fighter 6. Don't expect me to be a pushover. Round one. Fight. Hadouken! Go!
Round one, fight!
Round one. Fight.
Round one. Fight.
That's right. Round two. Fight. Hadouken! Hadouken! Jinrai! Hadouken! Gota! Sora! Hadouken! Bad mistake! Sora! Hadouken!
Let me have some fun! Round one! Gotcha! Chancellor!
Meine Damen und Herren, das wär's jetzt mit dem allerletzten Video von zu Street Fighter 6 und der Closed Beta 2. Ja, mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel in die Finger zu bekommen, in den Trainingsraum zu gehen und wirklich alle Aspekte dieses Spiels bis zum Vergasen mir anzutrainieren, ja, alles angucken, den World Tour Modus machen, andere Figuren, also andere Charaktere vielleicht nochmal anspielen und vielleicht was Neues entdecken und anderweitig Spaß haben. Ich möchte einfach Street Fighter 6 am besten jetzt schon in die Hand bekommen. Es ist eines meiner meist erwartetsten Spiele 2022 und ich kann es einfach nicht fassen, wie krass gut Street Fighter 6 hier schon jetzt performt hat in der Closed Beta 2 Session. Wir werden sehen, vielleicht hören wir uns wieder in einer Open Beta oder vielleicht doch erst in einer, wie ich das natürlich auf jeden Fall machen werde, in einem Launch-Stream von Street Fighter 6. Also 6 und wir werden definitiv massig Content machen. Also der Sommer wird Street Fighter 6 Overkill sein. Ja, weil meine Fresse, dieses Spiel ist einfach krass. Okay, ich werde mal schauen, wie ich das vielleicht ein bisschen abwägen werde, was ich dazwischen machen werde. Aber auf jeden Fall, ich habe so Bock auf Yuri, ich habe so Bock auf Cammy. In der Zeit sind alle 18 Startcharaktere gezeigt worden und ich muss sagen, ich habe so Bock auf Cammy zu spielen und zu schauen, wie sie spielt. Ich habe Bock auf Manon und auf andere Charaktere jedenfalls, die mal gucken, welche ich covern werde, welche nicht. Aber auf jeden Fall, das wär's mit meinem Videos zu der Closed Beta 2 Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn euch nicht nur mein Street Fighter Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und winkelt dann die Glocke, damit ihr absolut,
dann hinterlasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Fighting-Game-Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und dengelt an die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kay. Das ist Game Stage 5. Und wir sehen uns wieder dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye.